Moin, ihr Lieben! Hallo, Kinders! Da sitzen wir wieder im herrlichen Brühl, bei herrlichem Wetter, im schattigen Laden, ja. Aber in einem wunderschönen Laden. Sag mal, wir müssen im Laden sitzen, andere Leute sind im Schwimmbad. Ja, ist so schön, dass sogar die Hunde hier reinpinkeln wollen. Mein Hund hat sich heute daneben genommen. Nein, er hat sich nicht daneben genommen, er ist 16 Wochen alt und da ist die Blase noch nicht hundertprozentig. Und da kann das nach Toben und Spielen passieren, dass man einfach mal in den Laden pisst. Ja, aber jetzt war so viel, als hätten da 10 Hunde. Ja, das Problem ist halt einfach eine Dogge, ne? Wenn der pinkelt, dann läuft's. Wir hörten nur so. Wir sitzen im Büro, sind am Besprechen, am Quatschen und aus dem Lagerraum hörst du. Kehrte einer das Wasser gelassen im Flo. Ich sag, entweder ist gerade eine Wasserleitung geplatzt oder dein Hund läuft aus. Ja, aber. Stell dir vor, du wärst gestolpert, wenn du einen Haufen gemacht hättest. Wäre viel schlimmer gewesen. Das tut mir aber leid, dass der Hund hartrissig ist. 16 Wochen, Sonne Otto, ey. Ja, mein Baby, ne? So, moin, ihr Lieben, also nochmal welcome. Ja, herzlich willkommen aus dem Brüller Whisky House. Ja, wir sind heute mal spontan zusammengetroffen. Oh, spontan, ne? Ja. Wann sehen wir uns die Woche? Gleich. Okay, ja, ein bisschen Spoiler-Alarm diese Woche. Coming soon. Whiskydruid. Ich sehe die klassische Flasche vom Whiskydruiden, wenn es darum geht, Brennereien zu präsentieren, die ihr noch nicht auf dem Schirm habt. Ja. Und in dem Fall lese ja, auf dem Schirm schon. Wir sind ja quasi Importeur. Aber für mich einfach geil. Ich sage immer wieder, es ist schön, über den Tellerrand zu gucken, die Brennereien zu entdecken und das ist geil. Die Flasche bleibt einfach nur für Single Cask von unseren Importmarken und versuche halt irgendwie von jedem mal so ein Fässchen abzustauben, eins auszusuchen. Macht ja auch Spaß und ich denke, da war das Händchen auch mal wieder ganz cool, was wir da ausgesucht haben und yep. In dem speziellen Fall hat Michel mitgebracht ein Terempeli. Das ist Single Malt Whisky aus Finnland, wie ich dem Etikett entnehmen darf. Yep. 7 Jahre alt, Distill 2013, Bottled 2021, Pedro Ximenez, Sherry Cask, also Peter Schmitzos Kölle, süß Sherry Cask. 62,7 Volumenprozent, ich erwarte also ordentlich Druck auf dem Kessel und limitiert auf 227 Flaschen. Vielleicht noch vorweg, sollte gleich irgendjemand Kundenmäßiges hier in den Laden reinstolpern. Wir drehen während offenem Laden, haben still und leise gehofft, dass bei der Hitze sowieso keiner kommt. Und mein Büro ist ehrlicherweise nicht so publikumspräsentabel, als das wir da drehen wollten. Deshalb drehen wir hier. Also läuft gleich irgendwer durchs Bild, ignoriert ihn. Einmal kam da eine Vermieterin rein. Wir filmen gerade. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Ah ja, das ist okay. Das ist halt einfach ne, ein halbwegs vernünftiges Verhältnis. Deshalb funktioniert das. Ich finde halt die Flasche. Die Little Sumo, ich finde die Flasche einfach schon voll geil, ne? Und die ist jetzt einfach dafür, da kommen jetzt weiterhin geile Spirits rein unter dem Druiden-Label. Vielleicht auch mal abseits von Whisky was. Vielleicht auch mal abseits von Whisky was Schönes. Mehr verrate ich natürlich noch nicht. Aber einfach schön Little Sumo. Bam, bam. Sobald man die Flasche sieht, weiß man, Exot. Terempeli, Single Malt aus Finnland. Mittlerweile längst in der Lage, also was heißt in der Lage, sie ernten gerade ziemlich viele Goldmedaillen, mega viele gute Bewertungen. Serge, mega geil, es kam ja gerade diese Nordic-Serie raus von Barry Brass. Und da war zum Beispiel. Ja, da hat er, ich glaube, 8-Jähriger direkt, waren es 91 Punkte gekriegt? Genau. Ja. Und da waren ja auch Ferry Loche bei und sowas. Und auf jeden Fall, ich war so happy, dass die Möglichkeit bestand, von Terempeli am Fass auszusuchen. Steht für nächstes Jahr auch auf dem Plan. Meine Frau möchte ja unbedingt nach Schweden. Ich habe gesagt, dann lass uns doch einfach eine Tour machen. Wir fahren Stauning in Dänemark, fahren in Finnland aber Terempeli vorbei und enden dann irgendwann in Schweden und machen dann eine Woche Urlaub dran. Nehmen wir hier den Bratarsch Schmidt hier, die alten Specknacken, den Baum mit und alle Hunde einpacken und dann haben wir eine schöne Tour und ich freue mich auch schon, Terempeli besuchen zu können dann. Aber deswegen auch der kleine Vorgeschmack. Fällt mir gerade so ein, wenn wir schon bei dem Thema sind. Meine Frau hat befohlen, dass es eine Woche in Urlaub zu gehen hat. Ja. Nein, befohlen hat sie es natürlich nicht. Sie hat gefragt, ob,
ob das irgendwie möglich ist. Und ich würde es natürlich gerne möglich machen, weil ja. seit Corona waren wir nicht weg. Und also gefühlt 5 Jahre. Ja, ich meine, hat sich auch extrem viel in der Zeit getan, also von daher, ne? Und wir haben tatsächlich drüber nachgedacht, ob wir irgendwie kurz vor den NRW-Herbstferien mal eine Woche nach Dänemark fahren. Ja, mega. Und dann sagte meine Frau, die wären so extrem penibel wegen den Hunden. Nein. Jetzt bist du ja schon ein paar Mal da gewesen. Ja, Hast du irgendwie, also gibt es irgendeinen Tipp für mich, wo ich drauf achten muss? ja, ich geb deiner Frau halt recht. Es ist halt so, während der normalen Saison ist es halt mit Hunden schwer am Strand. Deswegen empfehle ich Dänemark immer außerhalb der Saison, wenn du Hundebesitzer bist, weil dann können die ohne Leine einfach rennen. Aber es ist halt mega, es gibt auch Strandabschnitte, wo sie laufen können. Es gibt zum Beispiel in der Ecke Ringköbing oben richtig geile extra Hundewälder, wo du richtig schön im Wald laufen kannst, alles eingezäunt. Hundeskof nennt sich das, da gehen wir ganz gerne rein, weil die Hunde auch nicht abhauen können. Ne? Ja. Und Dänemark ist einfach relaxed. Die Leute sind echt gechillt, echt cool. Ich habe meiner Frau schon gesagt, wenn wir da hinfahren, dann fahren wir in euer Restaurant. In unser In Restaurant. euer Restaurant. In unser jetzt mittlerweile. Pizzeria Amore. War ganz cool, ne? Ja, Pizza in Herzchenform. Ja, was sagst du von der Nase? Ja, die erste Nase, also ich finde, ihm tut Wärme recht gut und wahrscheinlich Sauerstoff entsprechend auch, aber der hat noch 62,7 Volumenprozent. Mhm. Der ist mit 7 Jahren natürlich noch relativ jung. Er hat jetzt auch schön ein bisschen geatmet in der Flasche. Genau. Ich habe es am Wochenende aufgemacht. Was sagst du? Quack, 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 quack. Die erste Nase fand ich sehr gewürzlastig und jetzt mit der Zugabe von Sauerstoff habe ich eine Mischung aus einer sehr angenehmen Kräuternote, einer dunklen Fruchtigkeit, die sich irgendwie dahinter schiebt und jetzt magst du das natürlich nicht, aber wir haben heute neue Schokoladen gekriegt und da war eine Schokolade mit dabei. Mandel, ach, verflucht, wo steht's denn? Mandel, Salz und Rosmarin. Und dazu jetzt noch schöne dunkle Traubenfrüchte, dann hättest du genau die Kombination, die du da im Glas hast. Ja. Du hast Gewürze, du hast eine schöne Süße, das PX, je mehr Sauerstoff dazu kommt, desto mehr schiebt das PX jetzt auch von hinten drüber. Und also beim ersten Hinriechen würde ich sagen, das ist ein Whisky für jemand, der es kraftvoll, intensiv, charakterstark, süß und gleichzeitig würzig mag. Aber das ist nur der Gedanke bei der Nase. Ja, aber ich finde, dass hier schön die Süße und die Würze von dem PX fast da ist. Aber du hast hintenrum, wenn du mal richtig tief reingehst, hast du noch schön diese Süßheitsnote. Ne? Und das Erste, was ein Kollege sagte, als er den getrunken hat am Wochenende auf der Messe, er sagte auch, Alter, das ist finnisches Lakritz. Siehst du? Finnisches Lakritz. Ich hab an Salz mit der gedacht. Limette. So eine leichte Limettennote dabei. Ja. Aber wir gucken mal, wie er schmeckt. Aber das mit dem Lakritz. Ja? Cheerio. Klatsch, 62,7. Wo sind die bitte schön? Vollmundig. Am Gaumen. Hinten raus leicht trocken werdend. Im Gaumen. Ja. Speichelfluss. Ja, aber die Würznoten sind sehr schön da. Ja. Und jetzt hast du das mit dem Lakritz, genau. Ja. Das mit dem Lakritz kann ich jetzt richtig gut nachempfinden. Aber es ist das, ich sag mal, das ist das Erwachsenen-Lakritz. Es ist nicht das Kinder-Lakritz. Es ist nicht das süße Lakritz, sondern es ist wirklich das. Ich habe ehrlich gesagt den Namen vergessen von dem. Der hat mir es geschickt. Der hat mir es geschickt, schön. Weil er sagte, das hat er schon öfter gegessen. Hat ihn direkt dazu daran erinnert. Das ist lecker. Er wusste noch nicht, wo der Whisky herkam. Und er sagte, das schmeckt genau nach dem Zeug. Und was ich auch schön finde, ist, bei der Nase habe ich ein bisschen befürchtet, dass das Sherry-Fass sich so stark über den Whisky gelegt hat, dass der Whisky irgendwie keine Chance hat. Aber
Am Gaumen finde ich das Sherryfass nicht so dominant wie in der Nase. Die Würze kommt hier für mich mehr durch. 62. Panteri Original. Er sagte, genau so schmeckt es. Die kriegst du okay. Duty Free. Ja. Und er sagte, genau so. Und dann habe ich gesagt, das ist finnischer Whisky. Sagte, Hammer. Lecker. Ja. Ja. Hat ordentlich Bums. Mein Bauchgefühl würde vermuten, dass der vielleicht 2-3 Tröpfchen Wasser gut gebrauchen kann, dass er sich dann weiter öffnet. Wasser vor allen Dingen, was er braucht, ist Zeit. Ja. Wenn du den, wir stellen ihn ja Guten wie Tag. Immer, wir stellen ihn ja wie immer an der Seite, lassen ihn mal ein bisschen atmen und du wirst dich wundern, was der gleich aufmacht. Der wird mega cremig. Aber den lass mal ein bisschen stehen, der ist. Genau. Der wird mega cremig, der wird noch süßer und einfach lecker. Also ich fand ihn echt richtig schön, was jetzt mich dazu bewegt hat, sofort abzufüllen. Jetzt bin ich ja fast geneigt, aufgrund dieser Salz-Lakritz-Note zu sagen, die finnische Antwort auf Springbank. Ein bisschen Arsch viel Bums, ja, nicht ganz so viel Meergras, aber... Diese leichte, feine Rauchnote fehlt da, ne? Trotzdem aber ganz schick. Es, ich finde ihn richtig schön rund, süffig und einfach toll eingebunden vom Alkohol. Ja. Terrapini füllt ja bekannterweise auch mal gerne 70% ab. Mhm. Und da denkt man auch, 70% seid ihr denn des Wahnsinns, aber durchaus trinkbar. Also, ich finde, die machen echt einen guten Job. Und auch da ist es wieder schön. 7 Jahre Terrapini, einfach lecker. Und mit 10 Jahren kommt der zweite in der Flasche. Und im wahrsten Sinne des Wortes, ein Maul voll. Ja. Schön mit Wasser nachgespült, der bleibt ist trotzdem richtig, da. Der bleibt richtig schön lang am Gaumen und einfach schön. Ich hatte 3 Fässer zur Auswahl, habe mich für das entschieden und einfach lecker. Ich finde, du kannst stolz sein, das macht der schon super. Macht er gut, ne? Ja. Tja, Nummer 2 des Tages. Jo. Glenallachie, 10 Jahre Fassstärke, Batch Nummer 6. Ich muss gestehen, Batch Nummer 5 habe ich nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Mein Bauchgefühl würde sagen, Mr. Walker lässt grüßen, ja. Die Batches werden kontinuierlich dunkler. Ja. Gestern auf den Markt gekommen. Und 57,8 Volumenprozent. Und ja, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, also darfst mich gerne korrigieren, aber eigentlich wäre das ein klassisches Standardprodukt für den Nerd. 10 Jahre alt, fast stark von der Brennerei. Jetzt ist die Brennerei sowieso mit extrem vielen Produkten auf dem Markt. Deshalb will ich nicht sagen, Standard-Whisky an sich, da würde ich eher den 12er hinsetzen und sagen, der ist halt auch für die Einsteiger geeignet. Aber wenn ich jetzt überlege, die ersten Batches, die halt nicht so dunkel waren, die für mich aber geschmacklich richtig lecker waren. Aber du hast ja gesehen, Batch 1, 2, 3, 4. Ja, immer. Stand auch teilweise noch 1 und 2, stand unter der Regale. Es wurde halt immer dunkler. Ja. Batch 5 ist der beste Whisky des Jahres geworden. Ja. Und schon hast du in jedem Laden, in jedem Shop und überall gesehen, Batch 3, 2, 1, alles wurde weggekauft. Ja. Inklusive Ausschankflaschen in den Läden, haben die alles aufgekauft. Und deswegen ist der Run natürlich jetzt bei dem Batch natürlich enorm. Ja. Ja, also eigentlich ist es schade, weil das, also was heißt schade, für die Brennerei ist es toll, für uns Händler ist es natürlich auch nicht so schlecht, wenn man einen Whisky zack geliefert bekommt und er ist direkt weg. Ja. Aber eigentlich ist es ein Produkt, was in die Core-Range reingehört und was im Idealfall halt immer da wäre. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir das Video drehen, weiß ich noch nicht so genau, wie viele Flaschen ich denn bekommen werde. Aber es ist im Grunde genommen jetzt schon klar, stell die Flaschen online und sie sind weg. Und, ja. PX, Oloroso Punchens, Virgin Oak und Rioja Fässer. Ja. Aber ich denke von der Nase her, der Anteil an den Rioja-Fässern ist ein bisschen geringer halt. Ne? Beim letzten Mal ein bisschen deutlicher, diese Note. Also wenn ich jetzt hätte raten müssen, ohne zu wissen, was es für eine Kombination ist, wäre ich am ersten auf den Oloroso Sherry gegangen. Hm. Weil ich finde, dass sehr viel schöne, süffige Würze mit da drin ist. Hm. Auch hier denke ich wieder an Leder, an Backpflaume, an einen schönen Kaffeekrämer. Das Röstaromen, richtig schön von Kaffeekrämer. Ja. Aber du hast wieder typisch diese Rumrosine drin. Mhm. Rumrosine, aber auch
ein bisschen diese Beerigkeit. So richtig schon dunkle Beeren. Malzig. Aber bitte schön Alkohol. In der Nase nix. Immer wieder krass, ne? Ja. Wobei auch da bin ich mir natürlich immer sicher, das liegt daran, dass wir uns ja doch intensiver mit den Sachen beschäftigen. Stell das mal jemandem hin, der sich mit Alkohol nicht beschäftigt, ja. Dem geht wahrscheinlich erstmal die Nase fliegen. Obwohl PX, Oloroso und Rioja, hast du trotzdem noch diese leichte Toffee, Bourbon, diese Virgin Oak Note kommt durch. Ne? Ja. Und auch hier mit Wärme wird er deutlich süßer als in der ersten Nase. Sehr angenehm, süffig, gefällig, präsent, ja, durchaus. Der Alkohol kommt jetzt spürbar durch, aber einfach rund. Ja, ja. Also der Tirimpeli wirklich kraftvoll, intensiv und er, obwohl er gar nicht so weit davon entfernt ist mit den 57,8 Volumenprozent, viel milder, gefälliger, weicher. Mhm. Die Kaffeekrämer, die ich in der Nase habe, dieses Crema spiegelt das eigentlich wieder. Es ist für eine Fassstärke ein richtig gaumenschmeichelnder Whisky. Mhm. Ich finde ihn vom Gaumen her lecker, präsent. Ja. Finde ihn hintenrum im Finish ein bisschen schwach. Ja, ist nicht so lange. Schnell stimmt. Weg. Ja, stimmt. Ja, das würde ich halt, das Einzige, was ich zu bemängeln habe an ihm. Aber so vom Gaumen her, vom Geschmack her ist er halt da. Er hat die Röstaromen, er hat Mokka-Noten, er hat schön Toffee dabei. Weißt du, ich müsste jetzt gucken, weißt du, was hier ein fairer Verkaufspreis ist? Fairer Verkaufspreis ist 64,90, ist der UVP. Mhm. 64,90, leider werden wieder viele schwarze Schafe aus der Reihe tanzen. Und werden ihn direkt wieder, auch ich habe gesehen, in der Base schon die Holländer 100 Euro, 120 Euro. Die Schweizer spielen alle mit. Also Ausgabepreis 64,90. Ja. Und Für 64,90 ist er ein super Whisky. Genau, 64,90 ist eigentlich ein schöner Whisky. Ja. Aber Leute, macht diesen Preiskampf nicht mit. 100 Euro, 120 Euro. Sorry. Hm? Wenn sie nicht verkauft kriegen, dann gehen sie auch runter. Dann nehmen sie aber mal einen Preis. Ja. Also ich finde es immer einfach so, 64,90, meine Frau sagt, oh, was kostet er denn? Ja, 64,90. Aber die Leute lieben das, wenn unsere, die UVP-Preise bei uns einfach so bleiben. Ja, natürlich. Ich sage, ja, ist auch mehr als fair. Weil was bringt dir das, wenn du einmal ein bisschen mehr Kohle verdienst, weil die Leute dann sagen, als ob Schneider geht nicht mehr hin. Genau wie Leute, die dann erst zum normalen Preis anbieten und sagen, oh, da wird aber teuer. Dann geben sie einen Nachbarn für Ticker lieber eBay. So, weiß ich nicht. Und dann gibt es auch Kunden, die rufen bei anderen Händler an und sagen, ja, ich habe eine Flasche von ihm bei eBay gesehen. Ein Oktober. Wenn ich jetzt in den Laden komme, kriege ich dann auch den gleichen Preis wie bei eBay oder muss ich dann mehr bezahlen? Denkst du so. Hat der wirklich zu dir gesagt, ja. Und dann wurde dem Kunden auch gesagt, kommen Sie einfach vorbei, wenn Sie den Laden abholen wollen, Sie kriegen einen besseren Preis wie bei eBay. Ja. Weil wir nicht diese 13% bezahlen müssen. Ich mache schon so lange eBay nicht mehr. Mittlerweile 13%? Ja. Ich habe früher gemacht, früher habe ich 13% bezahlt. Ja. Aber ich habe das auch ganz schnell aufgehört, weil ich habe eh keine Zeit dafür. Ich glaube, dass das eBay am Anfang für einen Online-Shop ganz gut ist, um gewisse Bekanntheit zu kriegen. Ja, du brauchst auch keinen eigenen Shop. Ja. Aber wenn du mit Standard-Whiskys brauchst du ja nicht reingehen, dann bist du automatisch teuer. Ne? Und die ist ja auch bei Amazon. Die werden halt immer höher, die Kosten halt. Ne? Ja. Das Schönste ist immer noch im Ladengeschäft reinzugehen, die Flasche in die Hand zu nehmen, zu gucken. So einen netten Verkäufer wie so eine Hans dabei zu haben. Ne? Du hast doch gerade gesagt, einen netten Verkäufer. Ja, der immer mal schön netten, ehrlichen Spruch auf Lager hat. Das ist doch viel schöner, als einfach nur ein Knöpfchen zu drücken. Wenn ich 60 Euro für eine Flasche ausgebe,
wenn ich 65 Euro für eine Flasche ausgebe, die kostet Fachhandel 3 Euro mehr oder 4 Euro mehr, was macht der Braten noch nicht fett? Ne? Dafür werden aber Familien ernährt. Oder? Sag mal, ich finde den richtig lecker, ne? Ja. Aber Billy Walker lebt ja auch davon zu verkaufen, ne? Ja. Mach ihm doch mal den Vorschlag. Also ich glaube nicht mehr, dass er davon lebt. Nein, aber mach ihm doch mal den Vorschlag. Er soll das schön so weitertreiben. Er soll parallel aber eine reine Birnenfassreifung in Fassstärke noch bringen. Ja, wie ein Träumchen, ne? Wie ein Träumchen. Ich habe das Gefühl, also wir gehen natürlich als Händler auch immer den Weg des Kunden mit. Und natürlich ist es so, dass sich dunkle Whiskys immer noch deutlich leichter verkaufen als Whiskys, die halt eher hell in der Farbe sind. Aber rein vom Bauchgefühl habe ich das Gefühl, es wird immer schwieriger, klassische Bourbonfässer zu kaufen. Es wird nicht immer schwieriger, sie zu kaufen. Es ist immer, das Problem ist, dass da viele direkt auf den Zug aufspringen und sagen, Farbe verkauft sich und auch direkt einfach nur Sherryfässer machen. Ja. Ich zum Beispiel habe mir fest vorgenommen, ich habe auch in meinem Stock eine Menge Refill Hogsheads liegen, die ich einfach sage, ich fülle sie jetzt gar nicht um. Refill Barrels, Refill Hogsheads. Ja. Wo ich einfach mal sage, ey, alles, schmeißt die Sherryfässer rein, da sind so Dinge, da steht einfach, liegen lassen 18 plus. Ja. Ja, dann hast du schön, jemand schön 20 Jahre alte Bourbon Cask, Refill Hogsheads und da wirst du dich einfach drüber freuen später, weil das ist dann einfach so, diese Leute, die dann halt mitwachsen, die dann immer nur Sherry, Sherry, Sherry. Du siehst ja, da war ja mal eine Umfrage bei Facebook, glaube ich, was sind eure Lieblings-, was bevorzugt ihr an der Abfüllung? Ja. Bourbon Cask und Refill Hogsheads ganz klar gewonnen. Mhm. Aber, ne? Stell dir vor, wir beide würden nur noch Refill Hogsheads abfüllen. Würden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal verschwinden. Und hier bei dem Glen Allachie, da siehst du noch die Kunst des Masterblenders Billy Walker dabei. Das ist einfach gefällig. Es ist Oloroso, es ist PX, es ist Virgin Oak und Rioja. Einfach stimmig gemacht, rund. Ich wünschte mir, dass das Finish hinten raus ein bisschen länger wäre, aber es durchaus für den Preis, sorry, wir sprechen über 10 Jahre Dark Sherry, unter 90 bis 100 Euro kommst du nochmal nicht weg. Und von daher ist es einfach geil. Der Terrin Peli, der entwickelt sich total krass. Ja. Der riecht wie, als wenn du von einem namentlich nicht näher benannten Würzmittelhersteller die Flasche aufgemacht hättest und dran riechen würdest. Das ist Wahnsinn, wie der Liebstöckel auf einmal herausgekrochen kommt. Das ist geil, oder? Ah, ich mag Liebstöckel. Liebstöckel ist toll. Ich finde ihn halt einfach. Das ist einer der Gründe, warum ich Couvreur auch so gerne mag. Da ist auch ganz häufig dieses Liebstöckel mit drin. Aber wie gesagt, ne? 10 Minuten im Glas. Wo ist der Alkohol? Weg. Weg. Ja. Ist ausgezogen. Einfach dieses Alkohol Süße. Und Liebstöckel mögen sich nicht. Jetzt riech mal richtig nach, jetzt hast du die Limit auch, dann müssen wir durchkommen. Ja, mit Limette verbinde ich natürlich schon eine starke Säure. Und die habe ich nicht. Also wenn überhaupt, so eine Frische. Ja. Hm. Ja. Schönes Ding. Ja, Marco, du hast heute Premiere. Ich habe Premiere? Ja, wir trinken jetzt was du so gerne magst. Nee, da habe ich keine Premiere. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich habe meine Meinung zum Thema Edward Dauer recht stark revidieren müssen. Trotz alledem wirst du es nicht hinkriegen, dass ich mit dir ein Caledonia-Video mache. Na, ich sag's dir jetzt hinterher. Tja, als dritte Flasche haben wir euch mitgebracht. Edward Dauer Vintage 2008. Hibisco-Dekanter, mein Gott. Ich muss immer noch gestehen, ich finde die Flaschenform richtig, richtig, richtig schick. Und wir haben 5, 2, 8, 11, 20. Wir haben einen 12 Jahre alten Edward Dauer. Fassnummer 140, 57,7 Volumenprozent. Es gab 682 Flaschen davon. Preislich, Hans, lag der wo? 104,90 Euro. Dankeschön, 104,90 Euro. Danke, Hans. Und ja. Ich sage einfach nur so, Kellerfund. Nee, die Wahrheit ist, der steht ganz oben im Regal. Und ich glaube, dass da ein Großteil der Kundschaft, die nicht so gewachsen sind wie wir,
schon nee, nicht mehr so richtig drauf guckt. Den haben wir, wo du von drüben rübergegangen bist. So. Oh, ach so. Ja, das kann natürlich sein. Ja? Ja, das kann natürlich weil drüben war ja wirklich so, stand ja alles da und keiner wusste, was überhaupt da war. Na. Keiner wusste. Ja, du nicht. Friedel und Hans, die wussten. Du nicht. Marco, was steht denn das? Frag mich doch nicht. Frag Friedel oder Hans. Irgendwo muss das hier sein. Das System sagt, es steht hier irgendwo. Hast du fetten Mocker drin, oder? Mhm. Und bei den ersten beiden war die Sherry. Und hier habe ich jetzt aber richtig intensiv Pflaumenaromen. Ich bin eher so beim frisch gebackenen Brot mit Rosinen drin und dann so eine Konfitüre drüber gezogen. So frisch belegt, so eine dunkle Bärenkonfitüre. So Marmelade, so richtig so. Ich finde, für Marmelade ist das zu fett. Die Rosinen, die da rauskommen, ne? Mhm. Aber ich habe immer noch, ich trinke ja keinen Kaffee, ne? Aber meistens immer nach so einem Whisky habe ich immer so einen Punkt, so, ne? Probe ich doch mal einen Kaffee zu trinken. Sei doch froh, dass du das nicht machst. Ja, ich hab Koffeinschock, den du auch auf anderen Wegen zu dir führen kannst. Du spielst wieder auf meine Cola Zero. Nein. Ach, richtig schöne Süße, die rauskommt, ne? Fast nochmal 140. Bring. Richtig sweet. Soll ich dir was sagen? Ich könnte so richtig schön jetzt. Super. Hey, wir haben zweieinhalb Stunden gebraucht, um mit dem Video zu starten. Ja, das stimmt. Wir haben erst zweieinhalb Stunden gesabbelt. Genau. Ja. Ne? Haben Hund ins Lager pissen lassen. Ja, genau. Hm? Hund. Pferd. Aber was viel besser ist, Gimli hat jetzt ungefähr die Größe von unserem ausgewachsenen Labrador. Ja. Und wir haben einen Firmenhund, die Pichu. Die Pichu ist so. Kleiner. Und Gimli kommt rein. Pichu, wow, komm her, ich reiß dich in Stücke, du Sau, ich mach dich fertig. Was mussten wir machen? Wir mussten Pichu in den Drucker raufschmerzen, damit sie Gimli nicht am Stück auffrisst. Gimli ist vorbeigelaufen. Ich sag ihm immer, er muss die Pfoten mal hochnehmen, weil richtig so wie Plattfuß in Amerika läuft er rum. Und er vorbeigelaufen, warte ab, 3 Monate, reden wir uns wieder. Ich weiß genau, was Pichu dann sagt, komm her, dann kann ich dir im Stehen in die Eier beißen. Nee, das klappt dann auch nicht mehr. Ach, der Arme. Das Geile ist immer so, wenn du bei Edradauer auch bist, ne, sobald du ankommst, du weißt genau, du bist da für Signatory und kommst erstmal schön bei Edradauer an der alten Brennhaus vorbei. Das war schön, das Malz, das riecht so süß und einfach geil. Du willst am liebsten erst mal wieder da reingehen, aber ey, komm. Also ich muss gestehen, ich fahre da ja auch immer noch ohne schlechtes Gewissen hin. Aber wenn ich du wäre, ich würde mich ja schämen, wenn ich da hinfahre, ne? Warum? Ja, weil du erstmal ja alles fallen lässt, wenn du da hinfährst. Was lass ich fallen? Das war ein Sample. Das war aber auch danach. Das wollte eigentlich nur helfen. Ich wollte nur helfen, die Dinger reinzupacken. Und ich bin eigentlich Rechtshänder und dann das linke. Zack. Oh, peinlich. Ah, okay, aber passiert. Sie sind auf jeden Fall nicht nachtragend. Gott sei Dank. Na, das war aber wirklich ein. Das war das Sample von dem Orkentaschen aus der Samurai-Serie. Fällt mir gerade so ein, hast du eigentlich einen aktuellen Reisepass? Ja. Hast du Glück, ich nicht. Ich muss jetzt einen machen lassen. Ich habe heute gelesen, nach Schottland nur noch mit aktuellem Reisepass. Ja. Personalausweis reicht nicht mehr. Genau. Ja. Logisch, ne? Schön, dass du das liest. Weil es ist ja außerhalb der EU. Ja. Ich
Ich war jetzt da gewesen, das war so tricky, das war wirklich so tricky mit den ganzen Papieren und so. Aber ich bin ja im Oktober wahrscheinlich nochmal eine Woche da und eigentlich wollten wir dieses Jahr nochmal rüber. Ja. Da muss ich gucken, wie ich das verbinde, ob ich vorher da bin und wir treffen uns vielleicht einfach, ich hole euch am Flughafen ab. Ich würde vorschlagen Dezember. Da ist hier im Laden immer so stressig, da ist nicht schlecht, wenn ich nicht da bin. Was sagt ihr dazu? Oh, der Hans hat Gicht in den Händen, das ist schlimm. Also ja, Gott, in dem Alter darf man auch Gicht haben, oder? Ich muss so sagen, es hagelt Abmahnungen und das nicht wenige dicke Finger hier. Tja, aber weißt du, die wissen ja ganz genau, dass ich sie brauche. Ja. Und dass ich sie gerne habe. Idealerweise würden wir halt Sonntag fliegen und Mittwoch zurück sein. Von daher kann man das schon verkraften. Ja, wir gucken mal. Oh, dicker Daumen, super. Bringe ich euch Mittwoch zum Flughafen, dann bleibe ich halt auch da. Ja. Meine letzte Tour zum Flughafen hat 160 Pfund gekostet. Ja, oder wie der Kampfhund wurde gerade abgeholt. Und sie hat nicht geschimpft. Sie schläft schon. Der Druckerraum eingeschlafen. Vor Erschöpfung eingeschlafen. Steht der Raum noch? Nee, deine letzte Tour weiß ich, also hast du mir erzählt. Ach, war okay. Ja. Muss man alles mal gemacht haben. Ja, Taxifahrer muss auch mal einen schönen Tag haben, ne? Vor allen Dingen, ich werd nie vergessen, eine ehemalige Mitarbeiterin von mir, die Annette, liebe Grüße, deren Mann hat panische Angst vorm Fliegen. Ja. Und er hat schon also mindestens zweimal einen Flieger verpasst, weil er sich vorher Mut angetrunken hat. Und als er das letzte Mal einen Flieger verpasst hat, ich meine, das wäre Brasilien gewesen, habe ich mit großmäuliger... Alter! Ja, ja. Das ist einfach... Gleich. Habe ich großmäulig erzählt, Hansel, man geht mal wie Gas. Kann man nur ein Flugzeug verpassen? Dafür muss man doch blöd sein. Ja, dann habe ich jetzt selber geschafft. Hallo zusammen. So, probier ich mal, wa? Hansemann, probier das. Mach dir ein Sample fertig. Heute Abend läuft das zu Hause wieder dann. Ja? Da bringt Spaß, ins Schlafzimmer. Mega nice, ne? Der bleibt super. So am Gaumen. Super würzig, aber nicht bitter. Schokoladig, backflaumig, rosinig. Ja. Richtig dick eingekochte Früchte. Ich bin vom frisch gebackenen Brot jetzt zum Christstollen gegangen. Ja, besser. So. Wobei mir dafür ein bisschen der Marzipan fehlt, aber das ist okay. Einfach toll. Ja. Ich finde es ja immer wieder faszinierend. Aber jetzt wird er auch richtig schön warm an der Speiseröhre. Ja. Ich finde es immer faszinierend. Ich habe gefragt vor zwei Wochen, ich sage, wie sieht es aus mit mehr Bourbon Barrels, Bourbon Decanter? Wurde gesagt, nö. Zielrichtung ganz klar besprochen: Balachin, Bourbon, Edradauer, halt hauptsächlich Sherry Cask. Deswegen freut euch über jeden Hibisco Decanter im Bourbon, der kommt. Ja. Ziel ist es halt nur Sherry zu machen. Und ich finde ja den Bourbon-Decanter einfach lecker, ne? Der war sehr lecker. Da waren Glenrosses, ich meine, es wäre Glenrosses. Ich meine den Edradauer. Du meinst den Edradauer, okay. Das ist krass. Krass Hammer, geil, ne? Der macht richtig. Krass geil, oder? Schön. Ja, können wir jetzt aufhören, oder? Kann ja nichts Besseres mehr kommen. Nee. Mathieu und Michael, tschüss. Ja. Richtiges Maul, wa? Und richtig schönes, langes, wärmendes Finish. Ein richtig schöner Herbstwhisky. Was haben wir heute? Heute haben wir 25, 26 Grad. Der ist eigentlich für heute gar nicht geeignet. Ja. Das ist aber auch erstaunlich. Du kannst fast für fast auch mit dem 46er anchillen. Die sind einfach alle hammergeil. Das ist halt das Händchen mit der Fassauswahl und der Spirit dahinter. Ne? Sehr lecker. Einfach schön, das war doch mal ein Momentchen. So,
Ich mache es ja gar nicht sagen, ne? Aber man sollte nicht sagen, wir trinken mal was Schönes noch. Zum Abschluss such noch mal was raus. Das geht immer in die Hose. Oh, nee, Marco. Wir verraten später. Riech mal bitte. Obwohl, du hast ihn noch selber ein Glas. Hast du schon getrunken oder hast du noch ein Glas? Den habe ich noch im Glas. Alter, riech mal, wie der sich entwickelt hat. Da hast du deine Möbelpolitur. Da hast du deine Möbelpolitur. Und da hätte ich auch, wir verraten noch nichts, aber da hätte ich auch mehr Holz erwartet. Ja, ich auch. Hätte ich verdammt mehr Holz erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, dass das so einer von diesen von diesen extremen holzlastigen alter Buchrückenstaub und so ist. Aber das ist Kirsche, das ist Öligkeit, das sind Wachsaromen. Oh, das ist wieder dieser spezielle Oldschool-Flavor, den ich irgendwie nicht in Worte. Hans, wie würdest du Oldschool-Flavor beschreiben? Was ist das für dich? So in zwei, drei Worten, was macht das für dich aus? Ich finde, es ist ganz häufig dabei, dass helle Früchte mit dabei sind, die aber so in sich verwoben sind, dass man sie nicht mehr so richtig auseinanderklamüsern kann, was es im Einzelnen ist. Ich finde, das ist so ein bisschen wie, als wenn du jetzt deine Theke gerade wieder mit dem Polyboy abreiben würdest. Ja. Und dann alte Bücher, die du mit drin hast, so dieser... In der Theke? In der Theke. Ja. Nee, das ist einfach enorme Fruchtigkeit mit Kirsche, ganz klar, aber schon fast likörartig. Ja. Nun, jetzt muss man auch fairerweise sagen, ohne zu viel zu verraten, der Whisky, den wir da haben, hat 40 oder 43 Volumenprozent. Ich muss gleich auf die Flasche gucken, weiß nicht auswendig. Und wir hatten vorher 3 Fassstärken. Ja. Und jetzt muss man natürlich sagen, umso erstaunlicher, dass es ein trinkstarker Whisky schafft, von den Aromen der Nase 43% so bam da zu sein, dass der einen wirklich richtig starken Edradauer im Grunde genommen vom Platz prügelt. Ne? Ja, aber wir hauen es jetzt auch mal raus. Distillt 1965, abgefüllt 2014. Ne? 75, 85, 95, 2, 49 Jahre. 48, lass ihn 48, 49 Jahre alt sein. The oldest Bayside Malt Distillery in Scotland, Strathisla. Yes. Ja. Und da zu Recht auch noch Strathisla Glenlivet Distillery. War ja früher so, dass da noch die Zeit war, wo der Name Glenlivet schon gezogen hat, wo viele Brennereien auf ihrem Fässer noch Glenlivet mit erwähnt haben. Und einfach geil. Strathisla ist immer wieder schön, wenn man da ist. Ne? Strathisla ist meine zweite Brennerei gewesen, die ich im Schneetreiben gesehen habe. Die erste war Roy Lochnagger. Und bei Roy Lochnagger habe ich mich richtig schön fett auf die Fresse gelegt. Also sind wir um die Brennerei gegangen und der Guide, der mit dabei war, sagte, passt auf, wir gehen jetzt hinten am Kühlbecken vorbei. It's very slippery. Und ich denke, yes, jetzt, ne? Hab meine Kamera fertig gemacht, um darauf zu warten, dass mein Kumpel auf die Fresse fällt. Und zack, habe ich wie eine vollgefressene Schildkröte am Kreuz gelegt. Dann haben wir Stammer geholt. Und dann sind wir danach zu Strathisla gefahren. Und dann ist Strathisla schneebedeckt. Es war für Visitors zu dem Zeitpunkt geschlossen. Und es rieselte gerade Schnee. Es, Hammer, wie Weihnachtsmärchen. Ja, und es war aber Stillhouse offen. Dann sind wir in aller Ruhe ins Stillhaus gegangen, haben ein paar Fotos gemacht, haben mal Hallo gerufen, keiner da. Und dann sind wir irgendwann wieder gefahren. Jetzt haben sie ja, also vor ein paar Jahren haben sie ja da richtig die Schivas Hauptzentrale reingebaut. Alles schon ein bisschen mehr schickimicki, was so ein bisschen den Charme weggenommen hat. Aber dennoch sehr schön. Und wo ich das erste Mal in Kies war, wollte ich zu Strathisla. Und ich hatte ein Gästehaus von Pernod Ricard, wo ich gepennt habe. Hab das halt quasi gesucht und dann stand ich halt unten am Güterbahnhof. Ja. Hab gedacht, hier bin ich hier in einer Chemiefabrik gelandet, bis ich dann 3 Tage später von denen dorthin gefahren wurde und mir ihre Abfüllanlage gezeigt wurde. So, da stand die ganze Stahltanks dann, wo die Tanke alle entladen werden. Ja. Ich so,
Das ist eure Abfüllanlage, eure Bonding Hall. Ja, ja, hier wird alles gemacht. Ich hab gedacht, ich wäre so ein Chemielabor. Ja. Aber mega geil, also schon geil. Glen Keys Distillery direkt um die Ecke. Echt schön. Ich glaube, wenn du in den Kreisverkehr reinkommst von DAF, hast du ja auf der linken Seite am Kreisverkehr die ganzen Shivas Warehouse. Ja, ja. Mittlerweile ist ja nur noch, dass die da ein paar Fässer reparieren oder so. Wenn du dann einfach stehen bleibst und guckst so schräg links hoch, dann hast du ja Malben, und da stehen irgendwie 57 Warehouses, also 27.000 Fass. Das ist schon enorm, was da lagert, ey. Ich bin froh, dass wir den so früh eingeschenkt haben, aber der braucht eigentlich immer noch der... Ne? Aber ich kann nicht widerstehen, ey. Komm. Auf euch, Leute. Kinder, ist auf euch. Auf Hans. Es kommen wieder bessere Zeiten. Rock'n'Roll. Tja, am Gaumen, muss man ganz ehrlich sagen, der erste Antritt nach den ganzen Fassstärken wirkt total flach erstmal. Harmonisch, aber... Und dann kommt's. Ja, dann kommt er. Am Anfang denkst du, wirklich so, ist aber wässrig. Ja. Da liegt aber an den Fassstärken. Super süffig. Jetzt macht er auf, er bleibt. Und vor allen Dingen ist er nicht so, er bleibt hier. Ja. Ne? Er bleibt einfach hier. Und jetzt ist auch das Holz da. Zwar überhaupt nicht bitter. Ja. Aber man schmeckt das Alter, ja. Hat wieder diese Öligkeit, man hat sehr viel dunkle Früchte. Ja, du, wir sprechen hier von 48, 49 Jahren, ne? Ja, und trotz alledem glaube ich, wenn wir da jetzt eine Alkoholspindel reinhalten würden, ich glaube nicht, dass er die 43 Volumenprozent noch hat. Schwer. Es ist wirklich fast wie ein Likör. Ja. Ja, ganz schön teurer Likör. 48 Jahre alter Eckesedelkirsch. Einfach lecker, ne? Ja, sehr lecker. Sag mal, ob wir eigentlich schon verraten dürfen, dass wir vorhin Stowning Samples probiert haben? Ja, dürfen cool, wir. Ja. Dürfen wir. Welcher hat dir best gefallen? Ich würde sagen, also wir haben, es waren glaube ich zwei Barbados Cast dabei. Ich würde sagen, eins von den beiden. Oder es war auch ein recht schickes Madeira Cast dabei. Und dann war noch was dabei, das dürfen wir aber noch nicht verraten. Das war sehr spannend. Das wird die Elfenabfüllung. Aber ich glaube mit dem Barbados, ja, der ist schon sehr nice. Ja. Was mir da halt echt gut gefällt, also man muss sich nichts vormachen, das ist natürlich junger Whisky, aber die haben ein sehr interessantes Verhältnis gefunden zwischen der Grundwürze, die offensichtlich der Brennereicharakter ist, und der Süffigkeit der Fässer, die sie dann einsetzen. Jetzt muss man ja dabei sagen, dass wir jetzt gerade das große Glück haben, dass wir in dem Mischungsverhältnis keine jungen Whiskys haben, sondern wir haben ja die Octaves, die eigentlich schon an dem Punkt waren, dass sie fertig waren, und wir haben einfach gesagt, ja, lecker, aber komm, mach uns mal ein geiles Finish, hau uns die mal einfach im Barbados-Fass rein. Patrick? Geh mal an den zweiten Humidor von rechts. Ja. Da bist du bei Kuba ganz gut gelandet. Gut. Ne? Und ja klar, machen wir für euch. Bam. Weißt du das eine Fass noch, was die liegen hatten, wo immer die Reste reingekommen sind? Das habe ich ja noch, nicht aufgegeben, ne? Nee, können wir auch noch mal drauf ansprechen. Alex war ja auch nicht abgeneigt. Geil. Ne? Ich muss mal gerade ein bisschen dazwischen kommen. Also Kuba ist halt gerade ein echt großes Thema. Die ganzen wirklich bekannten Kuba-Marken sind seit Corona-Ausbruch nicht mehr nachgeliefert worden. Ja, also da ist der Hintergrund, dass halt bei den allermeisten tabakerzeugenden Ländern die Zigarren bei Touristenfliegern mit im Gepäck halt transportiert werden. So, und seit Corona gibt es fast keine Touristenflieger mehr. Und so versuchen die jetzt halt Container zusammenzustellen oder halt, dass sie es schaffen, irgendwann ein ganzes Flugzeug mit Tabak zusammenzuführen. So, jetzt kommt bei Kuba halt nochmal dazu, ist ja auch noch Handelsembargo aus Amerika. Das heißt,
Die hat es ganz extrem krass getroffen. Es gibt einen Lieferanten von uns, der gefühlt seit anderthalb Jahren keine Kuba-Ware mehr bekommt. Und ich frage mich die ganze Zeit, mein Gott, wovon überleben die eigentlich noch? Und dementsprechend... das sind unsere Restbestände. Ach so. Aber dementsprechend, Kuba ist wirklich gerade ein Riesenthema. Und ich vermute auch ganz stark, wenn dann irgendwann mal wieder die Nachfluss- oder Nachschubkette läuft, das wird bestimmt dauern, bis so kleine wie wir wieder alles aufgestockt haben. Da werden bestimmt erstmal die Großen also natürlich jetzt bedient. Bald weg, ne? Meine Hoffnung ist ja bald wieder da, ja? Aber wir werden sehen. Es soll auch nur eine kleine Geburtstagsüberraschung sein. Ich hatte meinem Bruder mal welche mitgebracht, 2018, als wir selber da waren. Ja, aber das müssen wir nachzutragen. Nimm mal den Therapeutik. Nimm mal den Therapeutik. Also ich suche eine, die nicht... krass, oder? Ja. Kann man, ne? Ja. Das hat mich, ich habe den halt in Köpenick aufgemacht. Und ich habe wirklich dann irgendwann am Strand, oder stand der einfach da. Ich denke, Alter, was ist das? Das ist das, was ich meine. Also der Alkohol ist weg. Ja. Jetzt ist viel Süße und der Liebstöckel, wie gesagt, da. Ja. 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 Hast du wieder mal gut gemacht, muss man mal so sagen. Ah, Hans, hast du schon probiert? Ach, Hans hat leer getrunken. Was habe ich auch anders erwartet. Mmh. Trink mal lieber nochmal einen Schock Therapeutik. Okay. Ja, du musst auch atmen. Da muss ich erst zwischenspülen. Der ist so mundfüllend. Hans, was auch Schock Therapeutik? Ich hab noch keinen getrunken. Ja, dann hol dir die Glas. Verdammt nochmal, Hans, bist du sonst hier so schüchtern? Ach, seid der Flut. Krass, oder? Oh boah, der Alkohol ist ja fast weg. Und die Lakritznote ist deutlicher geworden. Ja, Lakritz. Aber auch viel mehr Süße jetzt. Oh. Okay. Wenn der Therimpeli denn dann auf den Markt kommt, ist meine ganz klare Empfehlung, das, was ich gern bei den Couvreurs immer sage, schenkt euch den abends ein und dann nehmt ihr euch drei Dinge vor aus dem Haushalt oder aus dem Büro, wo ihr keinen Bock drauf habt. Sowas wie Leergut mal schnell zum Container bringen, Müll runtertragen, mal eben Staubsaugen, irgendwie mit dem Wischwedel das Spinnweben in den Ecken, hier in den, wie heißt das denn, hier Deckenritzen oder so wegmachen. Also alles das, wo man andauernd hinguckt und denkt, Alter, müssten wir mal wieder machen, aber man hat keinen Bock da drauf. Und auf die Art und Weise pimmelt er so ganz relaxed eine Stunde ab, schnuppert zwischendurch immer mal wieder im Glas und freut euch darauf, dass das Ding einfach also besser ich hab wird. Ich habe in Berlin, in Köpenick, halt ruhig mal die Flasche in die Kamera, wie der Füllstand ist. Das ist, die habe ich auch gemacht und nur so hinter der Theke mal so, ja, probier mal. Und jeder, der getrunken hat, hat mich direkt gefragt, kann ich eine Flasche haben? Ja, dann hast du jedes Mal gesagt, nein. Ja. Ja, genau. Ich hab weißt du, so ist er nämlich, ne? Leuten die Nase lang machen und dann nichts haben. Ich habe nur super, die Flasche. Super, toll. Schön. Ich habe nur die Pulle. Ja, das ist einfach nochmal schon mal selber Tasty Note schreiben, selber schon mal schnüffeln, verkosten, andere probieren lassen. In zwei Wochen kommt er auf den Markt. Schönes Line-Up, oder? Ja, schönes Line-Up. Weißt du schon einen Kundenpreis oder ist der noch geheim? Für den Therapeuti? Ja. Ich wollte erst deine Meinung wissen. Preis ist gerade gesunken. Alles, nein, der wird sich bei 109,90 Euro einpendeln. Mhm. Der Glenallachie 64,90, hat man gerade gesagt. Edradauer 104,90. Ja. Und der Gordon McPhail Plus Eiler 69,90. Ja, für 2CL. Nee, Hammer-Line-Up. Also, kann man sagen, ein gelungener Nachmittag. Könnte man sagen, oder? Dann können wir uns jetzt eigentlich relaxed volllaufen lassen. Also ich sage, bei einem Line-Up ist es schwierig. Natürlich, der Gordon McPhail ist außer Wertung. Den kannst du ja gar nicht, den darfst du gar nicht in die Wertung nehmen. Ganz ehrlich, der Hans riecht gerade das erste Mal in dem Therapie. Ganz ehrlich, stell ihn weg. Der ist jetzt im frisch eingeschenkten Zustand im Vergleich zu dem. Hier, Kaffee, riech jetzt mal. Ja, Kaffee, Lakritz. Ja. Aber ganz ehrlich. Krass. Wen würdest du jetzt hier als Tagessieger nehmen?
Ich finde, es wäre unfair jedem Einzelnen gegenüber. Ja, ist es, ist es. Ich versuch's trotzdem, weil ich darf ja parteiisch sein. Ich lasse das Preis-Leistungs-Verhältnis raus. Drei. Super tolle Nase, schöner Gaumen, leider ein relativ schwaches Finish, deshalb genau. Drei. Außergewöhnliche Aromen, exotisch von der Grundidee, ausgefallen, wuchtig, komplex, aber immer noch relativ, ja nee, das ist zu hart, aber durchaus jugendliche Tendenzen. Deshalb zwei. Genau das, was ich mir unter Whisky vorstelle. Ja, gehe ich völlig komplex, mit. Komplex, super mega langes Finish, wärmend, schicke Aromenkombination und vom Preis, ja, ich sollte es Preis, aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis trotz 12 Jahre. Ich perfekt. Bin völlig bei dir. Mokka, Kaffee, Rumrosine, einfach lecker, deutlich Sherry-Cask, aber ich setze sie direkt gleich auf 1, weil langjährige Erfahrung, altes Know-how, junge Brennerei, experimentierfreudig, einfach da und ganz knapp dahinter setze ich dem. Finde ihn im Antritt lecker, ich finde ihn preis-leistungstechnisch sehr, sehr gut. Ja, sehe ich auch so. Aber im Finish enttäuscht er mich leider. Würde ich mir ein bisschen mehr vorstellen, aber ich denke, durchaus eine richtig schöne, faire Abfüllung. Ja. Deswegen rücke ich ihn mit und sage, es gibt keinen Tagessieger. Ja. Weil einfach, und wenn wir die vierte Flasche noch mit reinnehmen, ja, einfach auf 4 stehen. Einfach ein Kack Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Das ist auch abgelaufen. Nehme ja, mit. Das ist alt, ne? Entsorge ich für dich. Okay. Ja? Tja, und geht das? Ich hatte die Pulle vorhin aufgemacht und hatte echt wieder Schiss, dass mir wieder der Korken kaputt geht. So ganz vorsichtig, hätte ich schon ein Geräusch gehört, hätte ich wieder zugemacht, hätte gesagt, so Marco, mach mal die Flasche auf. Das ist einfach ein schönes Ding. Das ist einfach, den stelle ich neben meinen 54er Teleskop. Wo ist der überhaupt? Na, versteckt. Den verstecke ich jetzt halt nur, also immer, wenn du kommst. Das ist gut. Stell dir daneben. Ja, Leute. Kenners. Wir hoffen, wir haben nicht so viel Blödsinn wie erzählt heute, aber wir werden gleich noch damit weitermachen. Wir werden die Whiskys, die wir noch stehen haben zum Atmen, noch ein bisschen verkosten gleich. Wir gucken mal, wo Gimli heute noch hinpinkeln will. Genau. Ja. Ich denke mal, sollte man da gerade einen Haufen reinlegen. Ja, wenn er einen Haufen macht, schicke ich euch ein Foto, versprochen. Ja, alles klar. Tschö. Macht es gut, tschö.